Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit Satan. Dem Schwarzen. Und heute ist das Ende aller Tage. Also, ich, nur mal ganz kurz, das war damals, also in meiner Kindheit, meiner Jugendzeit, war das so eine Art Meme, könnte man sagen, vielleicht, wenn man es mit heutigen Vorstellungen vergleicht, ne? So, wir gehen hier drauf. Wir nehmen jetzt den nächsten Wirtschaftszweig mit. Die Heldenkapazität ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig. Verbundenheitspunkte, Diplomatie und so vielleicht jetzt auch noch nicht so wahnsinnig, aber die Opfer nach der Schlacht hier, ich glaube, die sind ganz gut. Und die zusätzliche Kontrolle ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber wir können noch einmal hier schon für 1500 gibt es die Baukosten, Fabrik, Siedlungsgebäude. Wobei ich da jetzt mittlerweile sagen muss, ja, da könnte man so mit liebäugeln, ne, bei den Baukosten. Also es ist nochmal so, ne, Rohmaterialienproduktion und so, ne, ist vielleicht auch doch gar nicht so schlecht, ne? Was war das hier nochmal mit den Konvois? Rang des Kommandanten bei Rekrutierung, okay. Und das hier, Frachtkapazität. Komm, dann machen wir hier weiter. Wir bleiben bei den Wirtschaftssachen. Die, it's the economy, stupid. Ein knapper Sieg wird das. Ich bin schockiert. Sehe ich gerade in keinem Szenario, dass das irgendwie knapp wird. Aber ist für uns natürlich ganz schön, weil wir dann nochmal, sagen wir nochmal ganz kurz, okay, gut, ich glaube hier die Position ist tatsächlich dann doch ganz gut. Geht immer nach hinten. Den nach vorne. So, ich mache das tatsächlich nicht, weil ich so ein großer Fan von Edge Camping bin, sondern ich mache das tatsächlich, weil das das einzig brauchbare Terrain für uns ist. In dem Moment, wo er uns so ein bisschen den Rücken zukehrt, weil er vielleicht der Artillerie ausweichen will, machen wir halt erhöhten Schaden, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Weil wir ihm in den Rücken schießen. Oh, wer verfolgt uns denn da? Warum hast du die Artie nicht weiter nach hinten geschoben? Wird jetzt gerade nochmal ein bisschen spannend, ne? Komm hier, schick den Satan mal nach vorne. Schieß auf ihn. Autsch, das tut weh. Hat er mir natürlich auch in den Rücken geschossen, ist nicht so gut. Du stehst direkt daneben. Ach, komm schon. Versteh's nicht. Richtig bewegt sich die Art hier jetzt auch nicht, ne? Okay. Attacke, komm. Ja, sehr gut. Kel Vulkan. Ah. Ja, gucken wir mal, ob er da reinläuft. Oh, guck mal, so gerade so schräg, von schräg nach quer einmal durchgelaufen. Was wieder die Artillerie so wegfokussen will, ne? Aber gut, ich würde es wahrscheinlich auch versuchen. So, dann einfach mal frontal gecharged, ne? Okay, ja, dann mach das. Mal, wir wechseln mal so ein bisschen die Position. Hmm,
bekommen. Da habe ich schon effektivere Zauber gesehen, aber hey. Hier hin. Das war cool. Also unsere Zwerge machen das echt sehr schön. Dann würde ich hier auf ihn schießen, komm. Fähigkeit hier nochmal noch auf. Nice. The best geht's. Am besten hier rein, weil die kämpfen gerade. Mehr oder weniger unkoordiniert. Das beenden wir jetzt mal. Ich guck mal, ob ich jetzt mehr Leute gefangen nehme, dadurch, dass er ja nicht ganz so hohe Verluste hat, ne? Einer alten Logik folgend, dass die Leute, die nicht gestorben sind, als Gefangene genommen werden können. 70 ist jetzt auch nicht so viel mehr tatsächlich, ne? Na gut. Ja, wir räumen das aus. Wir haben unsere neue Technologie erforscht. Genau, das hast du mir jetzt angezeigt. Du hast eine neue Stufe bekommen. Was können wir dir geben? Geschossresistenz und so weiter. Ab wann bekommen wir das? Ab 12. Rang 12. Du bist jetzt 8. Rang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir den lachenden Schlechter am Ende. Perfekte Vitalität ist auf jeden Fall gut. Nochmal kurz gucken. Armee des Kommandanten, mehr Rüstung, das ist nice. Und halt für alle Einheiten und Verlustverschwendungsrat, das nehmen wir auf jeden Fall mit Rettungszauber. Das aber für ihn, weil er der Schwarze ist. Ne? Regenerationsfähigkeit ist gut und Unterwerfung. Okay, also ich würde dann auch schon sagen, wir sparen dann jetzt die Punkte, geben die jetzt erstmal gar nicht mehr aus, sondern wir ballern die alle direkt danach dann da rein. Können wir mal noch gucken. Wir könnten hier hinlaufen. Sind die Gebäude hier schon fertig? Wahrscheinlich noch nicht. Genau. Es dauert jeweils noch eine Runde. Wir könnten auch hier hinlaufen, aber von dieser Armee geht ja keine Gefahr aus, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also was will der mit dieser einen Einheit machen? Es ist zwar ein Zauberer, aber ich gehe nicht davon aus, dass das in irgendeiner Form gefährlich für uns wird. Ja, rekrutieren können wir die hier ohnehin auch schon. Ist halt die Frage, ob sich es dann nicht vielleicht eher lohnt, hier noch auf andere Gebäude zu setzen. Zum Beispiel Gebäude, die Einkommen generieren oder ähnliches. Da bin ich tatsächlich echt unentschlossen. Also es ist nicht unbedingt sinnvoll, dieses Gebäude hier zu... Also beziehungsweise es ist nicht unbedingt sinnvoll, dieses Rekrutierungsgebäude zu errichten, weil wir... die Einheiten ja bereits rekrutieren können. Wobei, stopp, halt. Die Chaoszwerge mit Donnerbüchsen, die bekommen wir hierdurch nicht. Dann machen wir es vielleicht doch. Dann machen wir es vielleicht doch, oder? Es ist halt unsere Hauptstadt, ne? Also, einmal hier hin. Hier gibt es wundertolle Verstärkungsraten. Super. Ich bin fast der Meinung, dass wir da die Kapazität auch direkt nochmal erhöhen.
weil das einfach so unfassbar starke Einheiten sind. Andererseits, ein paar Zwergenkrieger noch zu haben, wäre auch schon gut. Aber ich schlage mal vor, wir nehmen sie beide am besten. Mal kurz, wie viel haben wir? 157. Victras! Da wir sie hier eh nicht rekrutieren. Wir nehmen hier die Magma-Kanone auf jeden Fall mit. Ja, wir nehmen auf jeden Fall eine Magma-Kanone, nehmen wir auf jeden Fall in die Armee mit. Und dann behalten wir auch noch diese Todeskreischer-Raketenwerfer einmal. Genau. Und die nehmen wir einmal mit, ja. Da wollen wir gerne 3 Stück von haben. Das ist eine ganz starke Einheit. Okay. Wir wollen hier gerne, wollen wir hier vielleicht auch noch eine zusätzliche Rekrutierungsfähigkeit haben? Wir finden das noch raus. Oh, was ist hier los? Hier ist ein gelbes Ausrufezeichen. Was ist hier los? Ich habe da nicht drauf geklickt, ne? Passive Fähigkeit Extra Pulver. Super. Ja, das ist eine tolle Fähigkeit auf jeden Fall. Zusätzliche Munition mit zusätzlichem Schaden und das ist auch in Ordnung. Und das ist auch in Ordnung. Dann warten wir mal drauf, dass wir bald wieder so einen Kriegskonvoi losschicken können. Aha, der nächste Konvoi. Der Weg des Feuers. Verschleiß für diese Armee. Erleideter Verschleißschaden verkürzt die Reise. Nee, wir bleiben auf der Straße. Neue Konvoiverträge, super. Ziele für Importe und Exporte eurer Konvois haben sich verändert und werden fortan alle 10 Runden wechseln. Super. Und wir haben die erste Questschlacht. Gazrax Rüstung. Okay, cool. Die Fraktion Fulk ist down gegangen. Wo ist sein Held hin? Aha, in die Siedlung zurück. Genau so muss es doch sein, oder? Genau da muss er doch hin. Ein entscheidender Sieg mit angeblich niedrigen Verlusten. Wollen wir es einmal ausknobeln? Recht hohe Verluste. Ich glaube, wir hätten uns da selber besser geschlagen, aber es ist okay. Wir brauchen 3 Stück noch, ne? Hieß es. Au. Nimm noch so eine Einheit von diesen Nahkämpfern mit. 2 Runden dauert, das ist schade. Ist eigentlich ein bisschen zu lange. Aber ist okay, wir werden 2 Runden jetzt warten. Ich mag die durchschlagenden Feuerpfeile sehr gerne. Aber wir brauchen auch magische Reserven. Aber was ist besser? Der Zauber ist besser. Die Flammensäule ist besser. Die Flammensäule ist zuerst besser. Aufgrund der Hitbox. Tut die uns mehr gefallen. Er geht in den Nahkampf. Und der Magier castet diese Flammensäule dann, wenn sich die Einheiten um ihn pulken. Das übrigens auch. Er ist ja ein Nahkampfheld. Wenn ich den jetzt auf diesen Taurus setzen würde, der wäre halt als großes Ziel super leicht abzuknallen. Ne? Mir ist das lieber, der ist erstmal noch zu Fuß unterwegs. Bekommen wir Einkommen. Und produzieren mehr Rohmaterialien. Für 7500 teurer Spaß. Wir gucken zuerst mal in die Konvois.
Der kehrt in 3 Runden zur Hauptstadt zurück. Warten wir noch so lange? Im Spukwald können geringe Banditenrisiken entstehen, okay. Was, wenn wir den anheuern und den zum Spukwald schicken? Und das jetzt ausbauen. Oha, wollen wir den Ärger vermeiden oder wollen wir... Oh, wir können 100 Frachtpunkte mehr bekommen, wenn wir gegen diese Armee kämpfen. Aber lass mich einmal kurz schauen. 3 Fernkämpfer und eine Großkanone als Arti. Habe ich eigentlich jetzt nicht so das Interesse an. Den Ärger vermeiden wir erstmal. Wir haben eine Technologie erforscht. Mehr Einkommen aus Handelszöllen und Handelsressourcen werden mehr produziert. Und wir haben unsere Mission abgeschlossen. Wir kriegen jetzt den Gordus Rückenbrecher. Der ist übrigens hier und hat sehr nice Eigenschaften hier. Plus Verstärkungsrate für Hauptgoblins, physische Resistenzen und so weiter. Kostet halt Geld, ne? Das muss man vorher wissen. Ne? Das wird dann ein bisschen teurer. Der darf dann hier die Truppen auffüllen. So. Ja. Ich würde sagen, wir haben gleich eine Arti mehr. Reichen die 2? Na, vielleicht nehmen wir die 3 erstmal und reduzieren die hier noch um eine. Ja, die sind halt auch nicht so teuer. Wobei, unsere Zwergenkrieger sind auch nicht so teuer. Bleiben wir noch mal diese Armee. Wir übertreiben mal noch nicht, ne? Okay, was machen wir hier? Holen wir uns noch Konklavenpunkte? Wir haben halt echt viel zu viele Dudes hier. Wir holen uns mal Konklavenpunkte. Gib mir mal welche. Wir wollen ja irgendwie 70 haben, ne? Hier nochmal was ausgeben. Bonus auf dich. Für 4. Korrektus. Ach, guck mal hier, der Grimgorg erklärt uns den Krieg. Es kann sein, dass der eine Karawane von uns angreifen will. Oder ist das durch ein Event, weil wir den Typen aufgenommen haben? Wir werden es rausfinden. Schön. Hier ist jetzt noch unsere Kanone mit dabei. Wie teuer ist die? 252. Geschenkt, Leute. Geschenkt. Was mit dir? Village. Hey, hey. Grüße. Ja, so viel Stress will ich jetzt noch gar nicht haben. Mhm. Der User hat sich das geschnappt. Wir rauben das noch einmal aus. Ich hatte gedacht, wir kämpfen vielleicht noch mal. Und jetzt sind wir eine Räuber, Marielchen. Na, dann laufen wir mal direkt weiter. Repariert ihr das irgendwann noch mal? Ich weiß es nicht. So, was wollen wir hier haben? So eine Sauerei. Ein außergewöhnlich dämlicher Goblin-Arbeiter, der wahrscheinlich mit seinem kümmerlichen Los im Leben unzufrieden war, ist ausgerutscht und in eine Maschine gefallen, an der er gearbeitet hat. Diese hat die Produktion vorübergehend verlangsamt. Schließlich müssen seine Kollegen seine Eingeweide herausziehen und diese Schweinerei beseitigen. Solche Vorfälle können die Produktion ganz zum Erliegen bringen. Wie werdet ihr nun vorgehen?
Für 8 Runden minus 5 Kontrolle ist arg viel. 500 Rohmaterialien auszugeben, entspricht 2 Runden. Investieren wir das in die Schutzausrüstung. Unser Konvoi ist abgeschlossen. Wir werden die Rückreise zur Hauptstadt antreten. Superb. Der macht hier gar nichts mehr. Ne? Okay, wir haben zwar neue Einheiten dabei, aber ich glaube, vielleicht machen wir es tatsächlich automatisch, weil es so schön schnell geht, ne? Und ich muss dann einmal zurück zur Festung der Augen, denn ich will hier einmal... Obwohl, wir müssen hier erst noch aufwerten, bevor wir hier die Chaos-Zwergen-Krieger rekrutieren können und so, ne? Mhm. Was wollte ich hier noch machen? Rohmaterialien minus 150 gibt Einkommen, nicht unbedingt. Rohmaterialienproduktion plus 10%, ja, das ist gut. Das machen wir hier auch. Wir können jetzt Sachen im Turm von Zar beanspruchen. Wie wäre es mit 25 Ausrüstungspunkten pro Runde? Oder nehmen wir die Rohmaterialien? Das sind 100 Rohmaterialien. Komm, das machen wir mal. Beanspruchen wir mal diesen Sitz. Wir kriegen 10 Konklavenpunkte. Mach das mal bitte noch. Wir haben die reißende Klinge bekommen. Ob das Ding nochmal aus? Wirkshandel, Einheit hinzugefügt, Arachnorg Spinne plus 1 für Kuntis Zarhand. Okay. Zwei Stück brauchen wir noch. Zusätzliche Einheitenrekrutierung ist sicherlich ein sehr starker Bonus. Also es ist immer ein starker Bonus. Lauf mal hier hin, dann gibt es nämlich nochmal Verstärkung. So, jetzt nehmen wir die magischen Reserven, danach nehmen wir die Erdung. Und nochmal ganz kurz, ich wollte das noch einmal schnell erzählen zu... meiner Reminiszenz bezüglich Satan, die Serie, das war damals eine, also zu meiner Jugendzeit, ich muss überlegen, machen wir das noch? Für 250 pro Runde? Okay, komm, das machen wir noch. So lange können wir das hier noch stehen lassen. Das war zu meiner Jugendzeit so eine Radioshow. Also so ein, weiß ich nicht, so ein Radiobeitrag war das. Handelte immer davon. Moment bitte. Satan taucht immer an irgendwelchen Orten auf, begrüßt die Zuschauer mit dem Heute ist das Ende aller Tage und plant dann irgendwas, wie er die Welt zerstören will oder so. Und der Witz ist tatsächlich, dass das nie klappt. Also, ja, das war gewissermaßen das Meme an die, oder das Memehafte an dieser Sendung. Wir haben eine neue Technologie, es gibt mehr Einheiten, Erfahrung, Runde für Konvoiaufseher, Rang bei der Rekrutierung plus 3 für Konvoiaufseher, super. Achso, wieder eine Armee drin, mach eine platt. Und wir haben einen Konvoi abgeschlossen. Und du kriegst... eine Einheit Verfluchter. Cool. Victras. Wollen wir die Kapazität an Kriegsmaschine erhöhen? Ja, vielleicht noch nicht, ne? Die Manufaktur brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Können wir mal ein bisschen nach Diplomatie schauen.
Und mit dem könnten wir sogar handeln. Das würden sie aber nicht wollen, okay. Ja, die würden überhaupt nichts mit uns machen. Okay, minus 14. Minus 23 geht ja noch halbwegs. Ja, aber Nicht-Angriffspakte, das ist für Chaos-Zwerge jetzt nicht unbedingt so. Der Standard, ne? Das ist dein Vasall, ja, ja. Aber handeln will keiner mit mir. Niemand will mit mir handeln. Doch. Miao Ying würde mit mir handeln, oder? When you speak to me, you speak also to the Celestial. 3700 willst du? Okay, wir warten noch ein bisschen. Aber wir kämpfen auch weiter gegen die Dämonen. Miao Ying wird uns lieben. Ja, wir holen uns nochmal. Wir holen uns nochmal hier ein paar Boni auf den Konklaven-Einfluss. Stufe 10, okay. Die werden mir auch den Krieg erklären, oder? Die sind auch sehr in der Nähe, wie wir hier sehen können, ne? Müssen gucken, der Grimgorg ist auch nicht so weit weg. Müssen wir vielleicht tatsächlich noch Eisensturm einnehmen, um dann weiterzuziehen. Was wollen wir haben? Ausrüstung, Arbeitskraft oder Konklaveneinfluss? 25 Konklaveneinfluss entsprechen 500 Arbeitskraftpunkten. 100 Punkte Rohmaterial, beziehungsweise Ausrüstung. 100 Punkte Ausrüstung brauchen wir nicht unbedingt. 2500 brauchen wir auch nicht so unbedingt. Also machen wir den Einfluss. Konklavenbonus oder Konklaveneinfluss erscheint mir hier am wichtigsten. Raff ihn mal an. Aha. Du bist jetzt Level 11 und hast... Was hast du bekommen? Ein Lamassu. Okay, super. Wir wollen aber erstmal noch keinen... Wir wollen erstmal noch kein Reittier haben. Ja, eine Stufe brauchst du noch. Und dann kümmern wir uns um die anderen. Was wollen wir hier machen? Die Fähigkeit neu schmieden ist cool, weil wir damit unsere Einheiten wieder verbessern können. Was heißt die Fähigkeit höllischer Maschinist? Okay. Aber es sieht nicht so aus, als ob die dann gesperrt würden. Ne? Man kann die alle wählen, oder? Ja. Welche Einheiten kann man neu schmieden? Die ganzen Kriegsmaschinen. Ne? Kann man dann Trefferpunkte dieser Kriegsmaschinen heilen. Wollen wir das jetzt schon machen? Ich glaube, wir brauchen es noch nicht. Wir gehen tatsächlich noch hier auf unsere Magiefähigkeiten. Erdung als nächstes. Einmal mal wieder gucken, ob hier Armeen unterwegs sind. Okay, verbessern wir jetzt hier das Gebäude. 5 Runden dauert das, Wahnsinn. Ist klar, kennen wir bereits. Oh, was war das? Ah, warte. Konvois, ne? Konvois. Gefahr hoch. Bedrohung von Konvoi. Das heißt also, wir sollten hier einen erfahrenen... einen erfahrenen Konvoi-Händler hinschicken, ne? Aber wenn ich sage Meister hinzufügen... Ich kann die anderen ja auch noch nicht auswählen. Aber der ist doch da, ne? So, wo schicken wir dich hin? Hier hin, oder? Schwarzfels. Silberfeste. Hm.
Wollen wir es mal zu den Kristallspitzen versuchen? Sieht so aus, als könnte der das so machen, ne? Okay, und auf die anderen warten wir jetzt. Jetzt könnten wir den rekrutieren, der wäre dann Stufe 4. So, wollen wir den anheuern, während die anderen unterwegs sind? Ja klar, warum nicht? Mache den an. Der ist hier unten, oder was? Der ist momentan. Also, wir könnten den jetzt zur großen Halle des Speckos schicken, oder? Ja, sehe ich das richtig? Ich schicke ihn mal in den Spukwald. Ja, 2 von 2 Konvois haben wir momentan. Fantastisch. Da sind wir wieder. Was ist das hier? Macht überwältigend. Bleiben nur Runden 10. Verliert die Einheit und erhaltet Boni für eure Armeen für 10 Runden. Und wir würden eine Einheit mit Donnerbüchsen verlieren. Auf gar keinen Fall. Turm von Zar, Astragots Überlegenheit. Eure Wahlen, die Jünger des Haschut, haben einen Sitz im Turm beansprucht. Ja, hoffentlich nicht einen, den ich beanspruchen wollte. Mission erteilt, Ziel plündern. Adlerhorste. Okay, wollen wir den Horst, wollen wir plündern. Machen wir später. Da verlieren wir auch nichts. Bitte einmal ausrauben. Und bist du Level 12? Nein, bist du noch nicht. Okay. Dann. Weil wir nichts verloren haben, kannst du dich aber trotzdem bitte noch einmal hier drüben hinstellen. Sagen wir mal ungefähr hier. Siebzig brauchen wir, ne? Ah ja, und 112 brauchen wir dann, wenn man die da rausboxt, okay. Ja, die Punkte bitte noch nicht ausgeben. Das bitte ignorieren und die Runde beenden. Zumindest Stufe 12 will ich heute noch erreichen. Okay, welchen Dämonen verehren wir? Und wo, was können wir machen? Wir können unseren eigenen Weg machen. Wir bekommen Chaos-Korruption, 15 Munition für alle Armeen. Slaanesh-Korruption, bekommen Waffenstärke, Angriffsstärke, Energiereserven, Nurgle-Korruption, Trefferpunkte der Barriere für alle Armeen plus 500. Ist nicht so verkehrt. Ein Handel mit dem Teufel. Wie schlimm wäre das mit der Nörgelkorruption? Für 8 Runden. Heißt das, dass wir dann ein Seuchenrisiko haben? Ich glaube nicht, oder? Geschwindigkeit der Armeen und physische Resistenz. Nee. Verlustverstärkungsrate, Nahkampfabwehr. Nee. Chaos-Korruption plus 8 und alle Munition plus 15%. Das betrifft halt mehr so, es wäre relevanter für Belagerungen eigentlich. Also, komm, wir probieren es mal aus. Jetzt haben wir Barriere, oder? Bitte. Ja, wir haben jetzt Barriere. Okay, das ist doch sehr cool, oder? Das ist einfach so eine starke Fähigkeit. Nee, das meinte ich gar nicht. Sondern einmal bitte hier nochmal. Und zwar, wir könnten jetzt noch, wo ist der andere? Hier, Ausrüstung 25. Wir gucken aber nochmal schnell hier nach. Einkommen? Nee. Diplomatisch.
Ausrüstung. Armeefähigkeiten sind halt auch immer mega stark, ne? Legat von Zar. Kann man dreimal einsetzen, hat aber 2 Minuten Cooldown und wirkt insgesamt für 26 Sekunden. Verstärken im Bereich. Stark. Wirklich stark. Okay, pass auf, wir nehmen noch hier die 25 Ausrüstung pro Runde und plus 5% Ausrüstungsproduktion. Wir geben hier Vollgas, ja? Raj Arbu. Arak. Flammenattacken kannst du vielleicht noch, aber es hat doch irgendwie sowieso jeder Flammenattacken bei uns. Gibt das doch hier eben. Neue Technologie erforscht. Konvois können jetzt mehr Zeug mitnehmen. In mehreren Offensivschlachten Siegerung. Schön. Aber immer noch Stufe 11. Oh Mann. Na, wir laufen jetzt trotzdem einmal hier hin. Warte mal, das ist deine Armeefähigkeit. Ah, das ist wegen den, wegen der Helden, ne? Okay. Wir haben uns noch mal ein bisschen Einfluss hier. So, mehr Rohmaterialien bitte. Kampagnen-Sichtfeld noch mal erhöhen. Hm, warum nicht? Aber vielleicht brauchen wir noch so ein Gebäude rein. In allen benachbarten Regionen. Das könnte sich lohnen. Aber das ist nur eine Region, glaube ich, tatsächlich, die da wirklich in Frage kommt. Aber wir bauen noch den Außenposten. Ja, der ist auch nicht teuer. Wir sparen noch ein bisschen Rohmaterialien. Leute, ich wollte unbedingt noch Level 12 sein und diese Siedlung da mitnehmen, ne? Industrielle Revolution, das ist so witzig. Naja, wir gehen hier drauf. Längere Schichten. Komm schon, ich wollte jetzt schon Schluss gemacht haben. Schneller, schneller, schneller. Aber die Turns dauern halt leider auch immer recht lange bei Warhammer. Okay, gut. Jetzt aber bitte, komm, Stufe 12. Komm Leute, ist die letzte Schlacht heute. Die machen wir jetzt noch manuell. Wir haben so eine schöne Armee. Naja, sie ist ganz gut. Sie ist ganz gut. Wir haben tolle Artillerie. Die Zwerge haben einfach so eine tolle Artillerie. Also die Chaos-Zwerge auch. Unfassbar gut. Die Magma-Kanone habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Und die ist einfach auch toll. Macht so schön viel Schaden. Ah, unser Zauberer sitzt aber hier auf so einem Viech jetzt, ne? Was?
Hat sich gerade einmal schön gedreht. Okay, wer Aufschwung starten, du hast nur 6 Punkte, das ist nicht so wild. Ja, die bitte hier hin. Schöne Schussweite. Ja, du hast ein bisschen mehr. Die bitte hier. Das kennt ihr ja, ne? Den darfst du da einstellen. Achso, stimmt. Den haben wir noch nicht gesehen, ne? Wie der aussieht. Ja, so sieht er aus. Leider von den... Das ist halt... Ich mag das halt nicht, dass das hier alles immer so künstlich so rot und dunkel kontrastiert wird. Dann kann man die Einheit manchmal tatsächlich einfach nicht so gut erkennen. Aber ich glaube, man kann trotzdem erkennen, dass er ziemlich biestig aussieht. Und unsere Magma-Kanone ist hier. Natürlich mit Verbrennungsmotor, ne? Schießen die tatsächlich in die Büsche? Ich will es nicht rausfinden. Komm. Achso, hier und unser fieser Gordutz. Da ist er. Das war die Magma-Kanone. Das sind nicht unsere komischen Raketen, die da so viel Schaden machen. Ha! Na, lass ihn bei Strongi mal ein bisschen Strongi abhauen. Kaum stark, ne? Oh mein, okay. Ja, genau, der hält sie ihn fest. Hier, schieß auf ihn. Bitte auch. Schade, nicht getroffen. Ich war kurz versucht zu überlegen, ob ich da, ja genau, geh mal mit hier rein. Ich war kurz versucht, ob ich da selbst, selbst mitschießen kann. Krass, dass die Einheiten alle Barriere haben, ne? Hey, stopp, halt, Moment, stopp. Genau. Jawohl. So, komm, und weil es so schön ist, noch einmal eine Flammensäule rein. Oh, Wumms. So stark, oder? Wahnsinn. Das ist echt eine... Das ist eine Armee nach meinem Geschmack. Also... Ja. So, und jetzt... Nochmal ganz kurz. Als Außenposten heißt nochmal... Minengedöns, ne? Dann brauchen wir hier aber natürlich auch so ein paar Gefangene. Wenn wir das machen, ne? Ja, bis letztes Mal bitte so. So, die Brutalität von Zar. Rüstungsdurchdringender Schaden +50 und 15 Punkte Bonus gegen große Feinde.
Er wird der Unterwerfer, Gefangene nach der Schlacht plus 10%, Einkommen aus der Beute plus 15 und plus 15% mehr erhaltene Arbeitskraft. Er wird der General von Zar, minus 10% Unterhalt für alle Einheiten, Verlustverschiebungsraten plus 10% und plus 1 auf die Rekrutierung. Jetzt können wir auch sagen, wir machen aus ihm den lachenden Schlechter. Plus 15 Rüstung für die Armee des Kommandanten nehmen wir auch sofort, unfassbar stark. Die Regenerationsfähigkeit und die 5% Rettungszauber, die sind sicherlich cool. Die Frage ist, ist der rüstungsdurchdringende Waffenschaden von plus 50 die perfekte Vitalität und die feindliche Führerschaft in der lokalen Region von minus 10 besser? Ja, ist sie. Minus 10 auf die Führerschaft ist super. Die Gegner hauen einfach viel schneller ab. Man gewinnt diese Gefechte deutlich schneller. So, wir geben noch einen Punkt auf die Feuersäule. Danach nehmen wir die Arkane Kanalisierung und dann können wir uns um die spezifischen Punkte hier kümmern. Und hier würde ich auch sagen, der Abmurksende. Plus 100% Erfahrung für Hobgoblins und Hobgoblin-Wolfsreiter. Und dann werden die auch nochmal billiger. Finde ich tatsächlich ganz cool. Schnappt sie euch. Geschwindigkeit für Hobgoblins und Wolfsreiter wird erhöht. Sehr gerne. Schnelle Einheiten sind gut. Hat er den Dolch der Niedertracht. Und das Sklavenbanner. Wahnsinn. Summasma. Das reparieren wir dann für 1300. Wir nehmen mal hier aber noch keine an. Ach, guck mal, da gibt es nochmal ein besonderes Gebäude. Heilung in der Stadt plus 50% für Kriegsmaschinen. Alle Armeen. Und halt minus 5% für Artillerie und Kriegsmaschinen. Alle Armeen und 50 Ausrüstung pro Runde. Super. Fantastisch. So, plus 200 Rohmaterialien. Und in zwei Runden brauchen wir dann hier auch ein paar Einheiten, ne? Wir könnten das jetzt für 200 Arbeitskraft beenden. Brauchen 460, ne? Ist die Frage, ob wir das wollen. Ich sag, nee, machen wir noch nicht. Ist der Kazakmonger. Und wir haben schön viel Ausrüstung. Ist doch gut, oder? Aber vielleicht sogar mal überlegen, ob wir damit noch irgendwas Zusätzliches anfangen. In jedem Falle. Machen wir hier an der Stelle Schluss und sehen uns im nächsten Teil wieder. Ach, jetzt sind wir nicht so gemein. Das wird mit dem auch noch ganz gut klappen. Bis dann, macht's gut. In diesem Sinne, Pax Vobiscum. Valete.